Hallo, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Heute hoffe ich, ein Video aufzunehmen, was doppelt so lang ist wie das letzte. Beim letzten Video hatte ich euch ja hier über meinen Mistschal berichtet. Und die Resonanz war super. Also ich bedanke mich aufs Herzlichste dafür. Hat mich mega gefreut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht geglaubt, dass der Schal so Furore macht. Aber ich finde ihn sehr schön. Hier hinten kommt er nicht so gut rüber. Wenn ihr die letzte Folge davor verpasst haben solltet, schaut noch mal rein. Die ist zwar nur 20 Minuten lang, handelt nur über diesen Schal hier. Und ja, ich war noch ein bisschen Corona geschädigt. Das heißt, ich habe es jetzt hinter mir wirklich, aber noch so ein bisschen verschleimt bin ich. Aber im Grunde genommen geht es mir gut. Ich habe gestern auch schon ein bisschen was im Haushalt gemacht. Und ja, es fällt alles noch ein bisschen schwerer, aber ich wollte euch doch mitnehmen auf meine Reise zu den Weihnachtsgeschenken. Das bin ich euch ja schon lange schuldig, weil Weihnachten kommt mit Riesenschritten, oder? Noch bevor ich es vergesse und am Ende das Filmchen schon fertig ist, ihr seht da ein fast fertiges Teil. Ich habe es mal zur Deko aufgehängt. Das ist jetzt wieder Corona-Demenz. Eben wusste ich es noch. Ich muss Pause drücken, muss gucken. Augenblick. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das Cumulus Tea von Petite Knit. Sylvia-like mäßig halt. Ne? Also ich habe keinen I-Cord-Abschluss gemacht, was eigentlich den Charme des Pullichens, des Sommerpullichens, bei mir ein Sommerpulli, ausmacht. Aus mehreren Gründen. Ich werde über dieses Teil auch nochmal separat berichten. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Es ist noch ein bisschen Feintuning erforderlich. Es müssen noch ein paar Fäden vernäht werden. Die Ärmel sind hier oben ein bisschen arg weit. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, ich werde über das Teilchen berichten. Aber ihr könnt euch schon mal freuen, er hängt fast fertig da. Und dann erzähle ich euch darüber. Aber heute ist der Schwerpunkt ein anderer. Gestern Abend habe ich was angefangen vom Fernseher. Und zwar, da muss, also ich bin jetzt so furchtbar schlecht vorbereitet. Da muss ich auch gucken. Ich hatte es eben in der Hand und jetzt habe ich es doch wieder weggelegt. Einen Kaul von Fadenstille. Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Sorry. Das ist, sind so Verzopfungen dabei. Ich habe das für die Hobbyausstellung mal angefangen. Für Leute, die Wolle nicht vertragen, ist das hier ein ganz, ganz weiches Acryl mit einem wunderschönen Verlauf. Aber das ist sowas von weich, das ist unbeschreiblich. Und für den Hals ist das ja auch nicht schlecht. Da krabbelt nichts, da beißt nichts. Und ich habe diesen Kaul von Fadenstille die Anleitung genommen und habe das danach so weit gestrickt. Also es ist mir ja jetzt mega peinlich, dass ich das nicht weiß, wie dieser Kaul heißt. Sekunde, sorry. Entschuldigung, aber jetzt habe ich die richtige Projekttasche dazu gefunden. Das ist meine Tasche, die liebe Elli mir geschickt hatte. Auch das ist schon so lange her. Ich halte sie immer noch in Ehren, Elli, falls du das siehst. Und ursprünglich wollte ich den Kaul aus dieser Wolle stricken hier. Ja, das ist ein Sockengarn, aber auch ganz, ganz weich, hat einen wunderschönen Verlauf und wollte es eventuell mit der Wolle noch kombinieren. Das ist die Charisma von Drops. Und ja, irgendwie habe ich angeschlagen, aber der ist so weit geworden. Irgendwie ist es jetzt doch nichts mit dem Garn. Ich werde es wieder aufrippeln, meinen Anfang. Aber jetzt kann ich euch sagen, wie dieser Kaul heißt. Denn das ist ja jetzt die Jahreszeit, wo man sowas strickt. Als Weihnachtsgeschenk für sich selber oder sonst wen. Und jetzt Trommelwirbel. Spannung steigt.
Lass doch jetzt mal stehen, wie das Ding heißt. Ah, da ist er. Halswärmer. Design. Es steht nirgendwo dein Name. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Ganz unten hier unten. Ganz klein steht's. Ja. Der Spaßmacherkaul. Ja, das ist es jetzt wieder, ne? Dazu gibt es einen schönen Schart. Und der strickt sich bestimmt mit links. Also hier, das ging ja ratzfatz. Es hat auch so einen Spaß gemacht gestern, diese Wolle zu stricken als Trost so ein bisschen, ne? Weil es so schnell weitergeht. Und hier habe ich Lieblingsnadeln genommen, die ich gern für Mützen nehme. Das war mal von Knit Pro. Metallnadeln, die ein bisschen stumpfer sind vorne, die gehen gut. Und das Garn, das fällt so auseinander, das muss man auf den Abwickler stellen. Ja, also jetzt ein bisschen strukturierter. Das ist der Spaßmacherkaul aus Acrylgarn. Soweit bin ich. Ich werde damit ratzfatz fertig, denke ich, und nehme ihn mit zum Verkauf, in Anführungsstrichen. Wenn er nicht verkauft wird, wird er verschenkt. Manche Sachen muss ich mir noch überlegen, wie ich das strukturiere. Werde ich vielleicht in eine extra Kiste oder ein bisschen extra dekorieren und sagen, hier, der halbe Erlös geht an eine Wohltätigkeitsorganisation. Das könnte so ein Teil sein. Dann habe ich für diese ganzen Geschichten, das passt alles jetzt in ein Thema, zumindest ist das, will ich jetzt mal hinbekommen. Mein Urlaubsstrick, ein Stirnband. Ja, das ist mit Patent in, also Hebemaschenpatent gestrickt, oder wie sagt man, also das Patent habe ich nicht mit dem Umschlag, sondern ich habe immer eine Masche tiefer gestochen bei der rechten Masche und habe, wie unschwer zu erkennen, ein Garn zweifädig genommen. Oder zwei Garne zweifädig genommen. So muss man sagen. Und zwar die Gründel Pacific Lace, eines meiner Lieblingsgarne, was ich auch exquisit als Beilaufgarn eignet, habe ich jetzt festgestellt. Und der kleine Fuchs von Schoppelwolle. Und die zwei zusammengehalten. In dem Fall jetzt ist das die Pacific Lace mit der Nummer 8. Wenn ihr auf die Gründelseite geht, werdet ihr das noch finden. Diesen Farbverlauf nur für, wie hier abgebildet, den habe ich auch noch zu liegen. Da ist mir auch schon was eingefallen. Aber der ist ja nicht wunderschön, der Verlauf. Wahnsinn. Und zusammen mit dem kleinen Fuchs ergibt das dieses Gestricke. Und es macht so einen Spaß. Ich habe ganz einfach ein kleines Rechteck gestrickt, halt immer wieder angehalten. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Ich setze es mal auf. Also das ist nämlich wunderbar zu dekorieren, hätte ich beinahe gesagt. Also man kann das ein bisschen umschlagen. Dann kann man sich das so hoch machen, das hier an die Seite. Ne? Das geht schon mal. Dann kann man es auch ganz halb legen. Ganz halb legen. Halbieren. Dann habe ich das so gehalten. Und dann ist es mehr wie so ein Stirnband. Natürlich die Blüte vorne auf der Stirn ist nicht so toll. Das hat mir auch gut gefallen. Wenn die Frisur mal nicht so sitzt. Ne? Und das ist ganz angenehm. Also manchmal krabbelt es ja so Garne auf der Stirn, aber die beiden zusammen krabbeln mich nicht. Und wenn es dann plötzlich einen kalten Windstoß gibt, kann man sich das so ein bisschen runterklappen. Das finde ich ideal. Für mich ist es ideal. Ich mag das nämlich nicht immer an den Ohren. Meistens ist es ja nur hier, gerade die wir so Kurzhaarfrisuren haben, hier oben, ne, dass das da ein bisschen warm ist. So, und da gibt es noch unendlich viele Möglichkeiten. Und sollte einem das alles zu viel sein auf dem Kopf und alles nerven, zieht man es einfach runter. Dann hat man schöne Kaul. Ne? Und es ist nicht mehr im Weg, wenn man jetzt irgendwo
ist und denkt, oh, jetzt mag ich das nicht mehr am Kopf haben. Ja, und diese Rose, die habe ich gehäkelt. Ihr wisst ja, stricken und häkeln. Aus einem Farbverlauf. Es bleibt spannend. Den hier, ist der nicht mega? Habe ich auch mal irgendwo als Angebot mitgenommen. Ich glaube, das ist ein Gomitolo von entweder von Langjans oder Lana Grossa. Also wenn ihr noch so ein Garn zu liegen habt. Da sind so glänzende Stellen dabei, das kommt ganz gut. Und da mich das so gereizt hat, ich habe ja die Häkelblüte hier gemacht gehabt. So ist es dann jetzt wieder. Ne? Und da war ich natürlich angefixt, habe gedacht, dieses Garn, jetzt hast du das Knäuelchen, musst du irgendwie weiterverarbeiten. Und da habe ich eine Mütze angefangen. Dann habe ich hier erstmal so einen kleinen Nupsi gemacht. Extra, denn das gibt eine Baskenmütze, so eine Art Baskenmütze. Und habe das im Kreis rundherum gehäkelt und habe aber immer beim Häkeln eine Reihe tiefer eingestochen, sodass das hier diese Spirale gibt, eine erhöhte Spirale. Ne? So. Und dann kommt dieses wunderschöne Garn so toll raus. Also das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ich stricke das jetzt. Nee, ich häkel das jetzt. Ich häkel das jetzt ungefähr so weit. Und ich denke mal, die Kante dann, die hier runterkommt, die werde ich eventuell sogar stricken. Und möglicherweise auch mit einem etwas dünneren Unigarn. Was Farb, also ein Rot. Ein schlichtes Rot. Mal gucken, dass ich diese Kante dann. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Also das sind so diese tollen Sachen, die ich momentan für Weihnachten in Arbeit habe. Auch ich habe noch viel mehr, aber ihr werdet es gleich sehen. Passend noch zu der Kombi hier, kleiner Fuchs und Gründel, diese Variation, die ich zusammengehalten habe, ist auch noch ein Kaul zustande gekommen, weil ich erst dachte, okay, wenn ich das Stirnband hier anhabe, und gut, ich kann es runter machen, das weiß ich, aber vielleicht möchte ich ja von vornherein was am Hals haben. Und es war so spannend, diese zwei Farben zusammen zu verstricken. Da habe ich hier oben erstmal einen Krausrand gemacht. Ihr seht, das sind die Fäden noch nicht vernäht. Das ist hinten, habe ich mir extra so überlegt, weil das ist ja häufig so, hinten geht es entweder dann runter und man hat es hier vorne oben hängen. Und das mag ich nicht. Deswegen habe ich, wie wir es ja jetzt inzwischen bei vielen anderen Projekten gelernt haben, mit verkürzten Reihen. Hier kann man es ganz gut sehen durch die Farbe. Hier sind die verkürzten Reihen, der Bereich. Habe ich die hinten höher. Ich mag das ja sowieso, wisst ihr ja. Mein Nacken muss warm bleiben. Also ist es hinten höher. Dann habe ich den Krausrand. Wollte ich erst mit diesem Muster weitermachen, dass es zusammengehört, so richtig. Aber ich habe zwei Reihen gestrickt und das war dann nicht so der Burner. Und dann habe ich aber einfach eins links, eins rechts weitergemacht. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass das hier oben so ein bisschen einen Effekt hat. Und als ich dann die Stehhalsreihe sozusagen, dass es steht, hier oben fertig hatte, habe ich hier am Rand, so wie bei einer Schulter, wie bei den Continuous-Schultern, habe ich dann so einen Steh gestrickt. Indem ich da also hier eins links, eins rechts beibehalten habe und links und rechts davon zunahm. Hier kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja, so dass das jetzt diese Form ergibt. Wie gesagt, Fäden sind auch noch nicht vernäht. Ist auch gestern von den Nadeln gehüpft. Habe ganz unten ganz normal abgekettet. Und das ist ein schöner kleiner Kaul. Und den ziehe ich auch mal über, dass ihr sehen könnt, wie das sitzt. Ist da, und jetzt könnt ihr das sehen. Das hinten richtig schön hoch. Genauso, wie ich es gern hätte. Und das ist so weich. Das Schoppelgarn zusammen mit dem, das kratzt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, damit könnte ich in Massenproduktion gehen.
Ja, bei allen Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, weiß ich immer noch nicht, ob ich es wirklich auf den Hobbyverkaufstisch lege oder alles selber behalte. Oder verschenke. Oder was auch immer. Na gut. Ja, also die zwei Sachen gehören zusammen. Ne? Ja, und ursprünglich, ganz ursprünglich, warum ich die zwei verheiratet habe, war, ich wollte die Duke City Mittens stricken und habe Garn dafür gesucht. Und dann kam das dabei raus. Gut, das könnte jetzt noch reichen, habe ich gerade gestern Abend überlegt. Habe ich denn den angefangenen Knäuel von der Gründel? Ach hier, das ist der Rest von dem anderen Knäuel. Das könnte jetzt noch tatsächlich für ein paar Stulpen reichen. Das müsste ja auch noch sein. Also diese Dreierkombi. Ja. Mal sehen. So ist der Plan. Ne? Zu dem Thema Stulpen habe ich auch zu berichten, welche, die ich in Arbeit habe. Animiert davon, dass es wirklich Leute gibt, die nichts aus Wolle wollen. Leute, die nichts aus Wolle wollen, kannst die geben. Also keine Wolle mit aus tierischen, mit tierischen Fasern. Aus mehreren Gründen. Entweder aus Überzeugung oder Tierwohl oder weil sie es nicht vertragen. Egal. Hier habe ich auch mal bei Teddy so schöne. Die sind auch ganz toll. Die liebe ich auch, diese Garne. Immer wenn ich so ein Knäuelchen liegen sehe in so einem Discount-Dingsbums, bla blub, nehme ich mir es mit. Und das ist Cotton Merino von Drops. Und da habe ich jetzt auch ein paar Stülpchen angefangen für die Leute, die nicht auch Stulpen nicht aus Wolle wollen. Blöd. Sorry. Ja, und das habe ich da schon mal angefangen. Ganz schlicht, einfach vier Maschen rechts und dann hier in dem, das ist ja, das kennt ihr ja ganz simpel, einmal rechts drüber und auf der einen, nächsten Reihe eine linke Masche. Das gibt so einen schönen Effekt, finde ich. Und soweit bin ich da bei dem ersten Stulpen und dann habe ich jetzt hier, kann ich schon mal reinziehen. Da habe ich eine Zunahme gemacht, so ein bisschen. Und jetzt stricke ich hier oben weiter. Und da mache ich vielleicht nur eine kleine Kante dran. Das reicht. Und das ist auch mega schnell fertig, hoffe ich. Und unschwer zu erkennen auf diesen Adi Novell Nadelspiel. Mit dem muss ich mich, das ist auch ein Grund, warum ich das angeschlagen habe. Ich muss mich unbedingt daran gewöhnen. Das sind so schöne Nadeln. Ich weiß jetzt nicht, wo die dritte ist. Da ist sie. Puh, das wohnt in dem kleinen Körbchen. Das habe ich auch mal bei Etsy gekauft. Das ist so ein liebes Körbchen. Oder Beutelchen. Und hat auch innen noch so Fächer. Ich habe es euch irgendwann schon mal gezeigt. Ja. Und was wollte ich sagen? Weiß ich nicht, ist weg. Sorry. Was jetzt ein bisschen blöd ist, jetzt ist das doch ein relativ langer Farbverlauf. Und da wird der andere Stulpen, hat kein Türkis mehr. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ach ja, ich war bei den Nadeln. Ich tue mir noch ein bisschen schwer beim Stricken. Deswegen will ich es auch unbedingt üben. Ja. Irgendwie diese langen Dings, da piekse ich mich immer selbst. Vielleicht gibt es auch einen Trick, den ich noch nicht kenne. Stulpen. Ich habe auch ein paar fertige Stulpen. Auch aus der UFO-Kiste. Das hatte ich mal angefangen. Das Stückchen. So weit war ich. Und zwar ist es ein Spiralmuster mit kleinen Löchern. Warte mal. Zeige ich es euch jetzt auch richtig? Nee, hier ist die richtige Seite. So fing das an. Und das hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Übrigens, die Wolle, das ist der Schoppel Zauberklecks. Zauberklecks? Farbklecks, Farbklecks. Die liebe ich ja auch, diese Sockenwolle. Die ist so schön. Ein Nachteil für manche. Ihr könnt sie unschwer erkennen. Ich vermute, dass das ein gestricktes
wie sagt man, Socken oder dass die Wolle insgesamt schon mal verstrickt war als ein langer Streifen, dann wurde sie gefärbt, dann wurde sie wieder aufgewickelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Mir macht es nichts aus, das Stricken mit dem gruseligen Garn. Manchen macht es was aus. Und es ist auch, wenn es fertig gestrickt ist, sieht es auch erstmal ein bisschen seltsam aus. Ich kann euch das jetzt schon mal hier so sagen. Aber wenn es gewaschen ist, kommt es bestimmt anders rüber. Unschwer zu erkennen, ich habe dann, das war die erste, kam dann, als mir das gar nicht gefiel mit diesem Spirallochmuster, das habe ich irgendwie nicht. Boah, ich habe mich da immer verstrickt und wieder zurückstricken müssen. Ach, habe ich gedacht, mach jetzt ein normales Spiral weiter. Ganz normal mit drei, also immer drei rechts, drei links und in jeder dritten Reihe eins rüber versetzt. Und das kommt ja mit der Wolle so wunderschön. Also irgendwie ganz speziell, finde ich. Und ihr seht mal, wie es getragen aussieht. Das hat eine schöne Form. Ne? Eignet sich gut. Gell? Und da brauche ich sonst nichts zu machen. Ich habe schon überlegt, das habe ich schon mal bei Stulpen gemacht, hier einfach nur so eine Luftmaschenkette innen rein zu machen, wo man den Daumen durchstecken kann, wenn man möchte, dass das hier so ein bisschen hält. Und wenn man es nicht will, dann zieht man den Daumen an der Kette vorbei und hat es dann so. Das ist auch so ein Patent, ne? Das geht ganz gut. So. Und die andere Stulpe, unschwer zu erkennen, ist so geworden. Da habe ich halt unten logischerweise das Lochmuster nochmal gemacht, ein Stückchen, damit das zusammenpasst. Und das ist Urlaubsgestricke gewesen. Wir waren in Albanien, haben eine Sightseeing-Tour durch Albanien gemacht, waren auch ein paar Tage am Meer. Und da habe ich diese Stulpen gestrickt. Das ist mein Urlaubsstrick gewesen, hat Riesenspaß gemacht. Ich habe es mit 2,25 Nädelchen gestrickt. Und diese Schoppelwolle ist auch so weich. Ich werde diesen, da habe ich mir jetzt schon überlegt, mit dem anderen, mit dem, vielleicht mit dem einfachen Weiß-Beilaufgarn, mir auch noch so ein Stirnband dazu zu machen. Weil das finde ich auch schön. Das hat was. Es ist ein bisschen frisch, ne? Nicht so düster. So ein bisschen, ja, und ein bisschen verrückt, so wie ich. Ich hoffe, es gefällt euch, die Anregung. Ihr könnt es ja auch einfach nacharbeiten. Ihr braucht ja nur zu gucken bei Kiko. Ihr Name ist mir neulich irgendwann nicht eingefallen, auch Corona-demenzbedingt. Oh, ich muss was trinken, sorry. So, da bin ich wieder. Ich musste trinken. Ja. Hört sich schlimmer an, als es ist. Geht wieder. Heute ist so schön, wenn ich jetzt hinten rausgucke zum Fenster, da scheint so ein bisschen die Sonne und die Nebel wabern. Jetzt nehme ich aber lieber für euch auf und wenn das morgen früh nochmal so ist, dann ziehe ich meine Laufschuhe an und gehe mal raus. Laufen. Da freue ich mich jetzt schon. Okay. Jetzt habe ich euch schon so viel gezeigt und es geht immer noch weiter in dieser Richtung. Ich habe ein Minischälchen gestrickt. Einige von euch werden es kennen. Von Sari Nordlund. Das Schälchen heißt Celeste. Ich muss sagen, ich bin so semi-zufrieden. Ich habe ein ganz weiches Flauschgarn, das habe ich jetzt nicht hier. Ein Acrylflauschgarn zusammengehalten mit einer Alpaka-Socks von Lang. Ja, ich habe den jetzt noch nicht gewaschen und gespannt. Also der ist noch ein bisschen so merkwürdig. Ich finde ihn merkwürdig. Einmal, es ist so gedacht, dass du ihn einmal rummachst. Gibt aber auch, du kannst ihn, glaube ich, auch größer stricken. Logisch, wie alle Schals kann man nur größer stricken. Wer da so ein Behai draus macht. Also, das, ja. Also, schön ist eigentlich was anderes. Mich hat das Muster so gereizt. Ich bin irgendwie auf der Seite von der Sari gelandet, weil die ein Schälchen hat, was ich mega finde. Aber ich zeige euch jetzt erstmal. Hier
Da ist das Schälchen Colette. Ist nett. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nett. Das Schälchen Colette ist nett, aber mehr auch nett. Vielleicht muss ich mal ganz anderes Garn nehmen. Das Muster macht Spaß. Ich zeige es euch nochmal. Es hat was. Warte mal, habe ich das jetzt? Eben ging es doch ganz gut. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Jetzt ist es weggegangen. Egal, schaut es euch an. Aber halt, da ist nämlich ein Schälchen von ihr. Das macht mich auch an. Ich habe schon überlegt. Was haltet ihr davon? Ich habe so ein paar Anleitungsbücher oder auch ja, die eine oder andere Kleinigkeit. Was haltet ihr davon, wenn ich zum Beispiel das anbiete gegen den Kauf einer Anleitung? Dass ihr mir eine Anleitung kauft, wenn ich euch das andere dann gebe. Das mache ich aber nach der Hobbyausstellung. Es gibt so ein paar Anleitungen, die würde ich mir tatsächlich gern noch kaufen. Aber im Moment halte ich mich lieber zurück, so gut wie es geht, weil das macht ja alles gar keinen Sinn. Und ich dachte schon, ich habe zum Beispiel ein Buch von Steven West, was ich eigentlich nicht brauche. Oder auch die eine oder andere Kleinigkeit nach der Hobbyausstellung, die ich nicht veräußern konnte und die dann auch in der Verwandtschaft oder beim Freundeskreis vielleicht nicht so gut ankommt, aber bei euch. Und das wäre so eine Überlegung. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das blöd findet oder ganz gut. Jetzt zeige ich euch aber erstmal den Schal. Ich hoffe, finden. Ah, da ist er. Den zum Beispiel. Da habe ich hart dafür gekämpft, ob ich die Anleitung kaufe, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Weil ich mich eben ein bisschen zurückhalten will. Das ist dieser Laulu-Schal. Guckt mal, der ist doch toll. Oder? Naja. Dann lieber. Aber der hat mir gut gefallen. Da gibt es auch tolle Projektfotos von dem. Oder sie hat nicht. Der gefällt mir arg gut. Und der ist nicht ganz einfach zu stricken, habe ich gehört. Das kann man sich denken, wenn man das sieht. Aber es würde auch mega Spaß machen. Kleiner Ausflug zwischendrin, dass ich nicht nur irgendwas gestrickt ist in die Kamera. Och, jetzt wo ich ihn so anhab, muss ich sagen, kann ich mich dann vor allen Dingen mit dem Schneckchen, was ich anhab und meinem Top, was ich auch mal gestrickt habe, passt das ja ganz gut zusammen. Und ich muss sagen, seht ihr, manchmal muss man Dinge einfach ein bisschen länger dotzen lassen, wie wir Hessen sagen. Jetzt mag ich ihn auf einmal. Komisch. Den habe ich nämlich auch im Urlaub gestrickt. Gut, vielleicht war es da auch zu warm und wie mir heimkam, da hat es mich ja total gebrettert und war ich vielleicht auch super empfindlich. Aber jetzt mag ich das kleine Schälchen. Gekauft. Und er kann noch einen stricken. Denn da braucht man nicht lang dazu. Wenn ich ihn nochmal stricke, werde ich wieder berichten, okay? Ja, und dann hatte ich auch animiert durch die ganzen Sockengeschichten, die so rumlaufen. Meine ganzen angefangenen Socken, die ruhen schön, wunderbar. Aber auch im Urlaub dann war ich so schnell fertig mit dem Schälchen und mit den Stülpchen. Und ich habe noch irgendwas angefangen, das ist aber jetzt hier nicht dabei. Das ist auch noch nicht so weit gediehen, aber ja, das habe ich fertig gemacht. Das ist ja auch ganz dünne Wolle. Den hatte ich nicht dabei. Aber ein paar Socken mussten noch sein, vor allen Dingen, weil mich auch gereizt hat, wieder die Garne zu mischen. Und was habe ich da gemischt? Was habe ich denn da gemischt? Dickerchen habe ich gemacht. Ach ja, das Restknäuelchen habe ich jetzt nicht da. Das war ein Sockengarn, ganz normales Sockengarn, was nicht ganz so dick war mit dem Farbverlauf. In so einem spektakulären Farbverlauf. Habe ich es denn nicht da? Nö. Muss ich da noch mal ein Foto machen, lege es dann dazu. Ich hoffe, ich finde es wieder. Ach, bin ja besser als Manu. Hier, hinter mir. Habt ihr auch sowas? Das ist doch toll, ne? Wie ein Kunstwerk. Und da ist die Wolle, die ich suche. Das sind dann so kleine Reste, ne? Die kommen erstmal da rein. Oder die abgeschnittenen Fäden hier
von meinem einen Polunder. Oder. Hier, das war mal auch irgendwie was Nettes. Das ist zum Ausstopfen von Wichteln dann gedacht. So. Oh, dieses schöne Garn, das war mal von Strickeli Strackeli Struck. Oder von Dornröschen? Kann auch Dornröschen gewesen sein. Und zusammengehalten hier mit dieser. Die zwei habe ich zusammengehalten und das kam dabei raus. Dickerchen. Ich musste mal Dickerchen stricken und da ich nicht genau wusste, wie das überhaupt wird, das war auch im Urlaub, habe ich so abends im Bett gestrickt noch ein bisschen, weil das ging ganz gut. Natürlich auch mit Magic Loop, nicht mit dem Nadelspiel. So ist die eine Socke und so die andere. Das sind natürlich auch richtige Warmhaltersocken. Durch den Verlauf, der so ist, ist hier so eine helle Stelle. Hat sich hier auch so was Helles ergeben, aber das ist mir egal. Und habe ich ganz klassisch gestrickt. Ich habe aber hier oben ein bisschen modifiziert. Also das sind immer eins links, eins rechts, sechs Reihen, dann sechs Reihen glatt, eins links, eins rechts, sechs Reihen. Dann habe ich eins links, eins rechts hier für die Ferse. Das ist eine klassische, ganz klassische Käppchenferse. Und den Fuß und vorne eine Sternchenspitze. Hallo, ich nehme gerade auf. Warte mal, ich muss auf Pause drücken. So, kleine Unterbrechung. Es hat sich jemand aus dem Nest erhoben. Mal sehen, wie lange. Also mein Mann ist immer noch sehr, sehr angeknackst. Das macht mir ein bisschen Kummer, weil ich bin jetzt schon wirklich ein paar Tage auf dem aufsteigenden Ast und bei ihm merkt man noch keine Besserung. Er hat auch immer noch einen roten Streifen, den zweiten. Ja gut. Also, vielleicht soll ich mal die warmen Socken anziehen. Das ist Größe 40, 41. Aber das hat so einen Spaß gemacht. Und die sind so schnell fertig. Mit 3,5er Nadeln habe ich die gestrickt. Jo. Und jetzt ist auch schon so zur Zeit sozusagen zum Ende zu kommen. Ich kann euch noch eine extra Folge avisieren und zwar die mache ich jetzt nicht, das hänge ich jetzt noch nicht dran. Aber da gibt es eine extra Folge drüber. Meine ganzen Wichtelchen hier habe ich gestern Abend dran gestrickt. Auch aus lauter Resten. Eine Zipfelmütze, eine lange. Und es gibt ein Wichtel. Ja. Und das macht auch so einen Spaß. Und ich habe einige in Arbeit und einige fertig. Und die kleinen Mannequins habe ich in Arbeit. Und schon wieder neue Pläne habe ich gemacht. Das auch. Oh. Und der Holsten-Pullover, der wächst. Das ist aber gerade ausgestrickt. Da habe ich die Ärmel bis zum Bündchen, der still, also Bündchen noch nicht gemacht. Aber beide Ärmel sind fertig, nur die Bündchen dran. Da ich noch nicht weiß, wie lang die werden müssen, habe ich das erstmal stillgelegt und bin am Körper. Mit ungefähr die Hälfte habe ich da geschafft. Und was stricke ich noch? Ein paar UFOs bin ich am Machen. Ach, das eine UFO, das zeige ich euch jetzt schnell noch. Weil ich glaube, das geht jetzt erstmal in die. Jetzt ist mir doch ein bisschen warm. Abmachen. In die. Sommer, ach Quatsch, in die Winterpause, weil es so ein Sommerteil ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Vielleicht mache ich es auch fertig. Ich bin mir noch nicht sicher, weil es macht ja auch so einen Spaß. Das habe ich gestrickt mit dem Zopfmuster. Ganz simples Zopfmuster. Aus dieser Lana großer, nee, Langlinello. Dieses spezielle Garn ist wirklich sehr speziell. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich? Mache ich einen Rock? Erst war nochmal die Planung in Rock, aber dann habe ich gesagt, wann ziehst du denn an? Also das ist ja unrealistisch, dass man den öfters anzieht. Und eine Tunika. Ja, aber wie weitermachen? Und dann ist mir was eingefallen, als ich nämlich, das hatte ich nämlich auch mit in Urlaub. Ich stehe nochmal kurz. Oh, ich zeige euch das nochmal kurz. Hier oben. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Ne? Das habe ich auch von unten nach oben gestrickt. Und dann mit eins links, eins rechts. Und das hat so schöne angeschnittene Ärmelchen. Guckt mal.
Und diese Abnahmen, da habe ich gedacht, ja, das machst du. Du strickst jetzt Ärmelchen. Die habe ich schon angefangen. Im Zopfmuster, nur so Ellbogen lang, ne? Da strick ich zwei Ärmelchen, weil das habe ich alles noch. Das müsste reichen. Strick die zwei Ärmelchen und dann fasse ich die Ärmelchen und den Körperteil zusammen und stricke das wie hier in der Methode, die ich mir auch selbst mal ausgedacht habe. Weil es ist erst ein bisschen raglanmäßig. Das sitzt ganz gut und dann zwei links, zwei rechts. Das kann man nicht so gut kennen. Wenn ich es fertig habe, erkläre ich es euch nochmal genau. Und dann die Abnahmen. Und vielleicht, weil mein Mann gefällt das so gut, der sagt immer, das ist das schönste Teil, was du je gestrickt hast. Na toll. Ich habe doch auch noch andere schöne Sachen gemacht. Ja, und dann, vielleicht habe ich auch noch eine schöne Flauschi, dass das so wird wie hier. Mal gucken. So ist der Plan. Also ich, Leute, Tag und Nacht, ich bräuchte nichts anderes machen, als in irgendeiner Ecke zu sitzen, Beine hoch und stricken. Leider geht das nicht und das ist auch gut so. Ich muss mich jetzt verabschieden, ihr habt es gemerkt. Jetzt gibt's, ist nämlich früh am Morgen noch. Ich mache jetzt Frühstück in der Hoffnung, dass es schmeckt. Das Abendessen gestern wurde nicht eingenommen von meinem Göttergatter. Und da hatte ich so einen schönen Lachsauflauf gemacht. Nudeln und Lachs und Brokkoli und mit saurer Sahne und einem Ei, was oben drüber. Mir hat es geschmeckt. Jetzt habe ich so viel übrig, ich muss das dann irgendwie mal gucken, wie ich das warm mache wieder. Aber da brauche ich heute nicht viel kochen. Gut. Beim letzten Mal habe ich einen Spruch einer lieben Mit-YouTuberin missbraucht, habe gesagt, habt's fein. Eigentlich will ich ihr den nicht nehmen und auch für mich verwenden. Das ist mir gerade so rausgerutscht. Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, sorry. Alle kennt sie. Der Kanal heißt Habt's fein. Ich muss mir mal einen Schlussspruch ausdenken, der ganz typisch ist. Ist mir noch nichts eingefallen, aber ist auf jeden Fall jetzt soweit, dass ich euch ganz viel schöne Strickzeit wünsche, schöne Herbsttage und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Das wird die Wichtelfolge sein, denke ich. Und bleibt munter und zuversichtlich. Den Spruch, den kann man aus dem Fernsehen verwenden. Den brauchen wir ja auch, ne? In diesem Sinne. Ciao. Ah ja, ciao mit Aui.